Hallo, ich bin Behzad Kalimrani, der Autor des Buches Hund, Wolf, Schakal mit einem neuen Buch. Als wir Schwäne waren, heißt das. Und es handelt von Wut, von dem Versuch, quitt zu sein, niemandem etwas zu schulden, von einer Freiheit, die man nur erlangt, wenn man fremd ist, von der Psychologie der Diaspora, vom unbeobachteten Spielen in einem tristen Land, von der Siedlung, in der ich aufgewachsen bin, im Ruhrgebiet. Und ich glaube auch, dass ich einen Heimatroman geschrieben habe, allerdings den eines Heimatlosen.